Strastici und Dobri den hier aus Krasnaja Poljana, dort wo das Austria Tirolhaus steht. Ich möchte euch einladen, einen Blick hinter die Kulissen des Austria Tirolhaus zu machen. Auf diesem Stockerl werden die Medaillengewinner stehen, wenn sie ins Austria Tirolhaus kommen und uns besuchen. Hier im Public-Bereich können die Gäste, die das Austria Tirolhaus besuchen, sich mit Köstlichkeiten und Spezialitäten aus Österreich verwöhnen lassen. Im Hausinneren präsentieren wir auch unsere Produkte und wie man sieht, sogar den Tirolern schmeckt's. Hier in der Feierlounge brennt 24 Stunden lang das Feuer. Und man kann hier in gemütlicher Atmosphäre nicht nur tolle Gespräche führen, sondern auch wirklich guten österreichischen Kaffee trinken. Aber nicht nur Brot, Gebäck und feine Backware gibt es im Austria Tirolhaus zu essen, sondern auch wirklich Köstlichkeiten aus Österreich, Köstlichkeiten aus dem Land Tirol. In der Olympic Hall finden große Veranstaltungen statt, zum Beispiel der Eröffnungsabend oder Abende von Wirtschaftstreibenden, die hier in Russland tätig sind. Am 18. Februar findet beispielsweise der große Kornspitzabend statt, wo viele Gäste aus Oberösterreich einen netten Abend hier verbringen werden. Das sind die beiden ORF-Studios, wo der ORF viele, viele Stunden Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen macht. Und wie man sieht, das ORF-Studio ist nicht nur toll eingerichtet und schaut wirklich super cool aus, sondern auch manche illustre Gäste versammeln sich hier. Hier, wo ich jetzt sitze, sitzen normalerweise die Athletinnen und Athleten bei den Pressekonferenzen. In der Pressestube im Austria Tirolhaus finden jeden Tag Pressekonferenzen statt und das ist jetzt der oberösterreichische Beitrag bei den Olympischen Winterspielen. Wir sind hier in der Backstube, wo während der Olympischen Winterspiele ungefähr 60.000 Stück Gebäck produziert werden, 1.500 Kilogramm Brot und mehr als 500 Kilo feine Backware. Machen wir einen Blick hinter die Kulissen. Unser Chefbackmeister Hermann Lang. Hermann, ja. Wie ist es in der Produktion? Ja, immer stressig natürlich. Alle sind hungrig, alle sind motiviert. Und wir tun natürlich das Beste. Natürlich von früh bis spät, nonstop. Man sieht da die Öfen, die sind ständig voll, ständig belegt. Und ja, viel Arbeit. Einen alten Hasen bei Olympischen Spielen haben wir hinter mir. Direkt hinter mir. Der Günther war ja auch schon in London mit dabei. London versus Sochi, was ist hier anders? London mal drei. Also wir haben von der Produktion her das Dreifache, was von London ist. Zum Beispiel gestern war noch nicht eröffnet, haben wir schon über 600 Stück Kuchen, 2000 Gebäck, 120 Kilo Brot. Das haben wir an vollen Tagen in London gehabt und jetzt haben wir noch nicht mehr offen und es ist schon voll im Rennen. Und einen, der auch heute dabei ist oder bei den Winterspielen dabei ist, ist der Manuel. Er ist das Olympia-Küken. Manuel, wie sind deine ersten Eindrücke von den Olympischen Spielen? Ja, es ist sehr spannend dabei zu sein und ja, mal schauen, was die nächsten Tage noch auf uns zukommt. Die Brote sind fast fertig, unser Job hier ist getan und ich sage jetzt einfach nur: Dosvidane, spasiba, auf Wiedersehen.